zu mir. Lass mich dich zerreißen. Was war das? Hä? Was meinst du? Ich habe eine Stimme gehört. Dass du Stimmen gehört hast? Entschuldigt das hier nicht. Das wird noch ein Nachspiel für dich haben. Jetzt mach aber, dass du wegkommst. Ich muss aufräumen. Ich hab mir das wohl nur eingebildet. So, jetzt habe ich das Spiel nochmal neu gestartet, weil eben gerade ist mir das ganze Ding hier abgestürzt. Und ich habe hier gerade noch einen Kessel gesehen, den hauen wir jetzt auch nochmal um. Freiflug über die Katze. Hier sind überall Geheimgänge versteckt. Wo wir noch ein bisschen was raussuchen können. Nein! Toll! Was bist du da? Flipendo! Kommt auf einmal so ein Troll auf einen zu. Hallo, Aurora! Jetzt kommt er schon wieder an. Wo ist er? Der klaut einem nämlich die... Flipendo! Die Bohnen. Ach, die kann man wegschmeißen. Ich glaube, da hat gerade ein bisschen was gescheppert. Ja, hat es. Der ist weg. Wunder, dass uns das jetzt noch nicht erklärt wurde, weil die haben ja für alles hier diese Filmsequenzen drin. Ach, da ist Ron. Gucken wir nochmal eben schnell dahin. Nee, da geht im Moment noch nichts. Gut, jetzt gehen wir jetzt mal so langsam zum Unterricht hin. Ah, halt, da ist noch eine Tür. Hallo, Aurora. Die nehmen wir noch mit. Hallo, Aurora. Hat sich gelohnt. Kann man nicht anders sagen. Ja, so, jetzt aber ab zu Ron. Willkommen zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aufgrund meiner Berühmtheit ist es eigentlich unnötig, dass ich mich vorstelle, aber ich werde es trotzdem tun. Ich bin Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche. Wie ich sehe, habt ihr alle die komplette Ausgabe meiner Werke erworben. Gut so. Heute lernen wir den Rictus Sempra Duellierzauber. Rictus Sempra kann angewandt werden, um gewisse nervtötende Kreaturen, wie zum Beispiel Wichtel aus Cornwall, zu betäuben. Wer möchte der Erste sein? Harry Potter, kommst du bitte zu mir? Als ob das nicht klar war. Sehr ein Glück. Vergiss alles andere, Harry. Vergiss sogar mich. Und konzentriere dich auf die Symbole vor dir. Siehst du den Zauberstab? Er bewegt sich über das Symbol. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Ach hey. Diese Herausforderung besteht aus drei Übungen. Du musst alle Pfeile genau treffen, um mit der nächsten Übung fortfahren zu können. Bist du bereit? Nö.
Übung 1. Fang an. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich nämlich so durcheinander gekommen, weil ich nämlich dachte, er geht in Uhrzeigersinn. Oh Mann, was für Aufgaben. Da haben wir erstmal fleißig versemmelt. Fast geschafft! Mach weiter! Du das ist ja immer dasselbe so Muster. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 5 Punkte für Gryffindor. Dankeschön. Übung 2. Fang an. Na, so unendlich schwer geht das jetzt hier nicht. Man braucht ja nur die Pfeiltasten drücken. Wie oft müssen wir das jetzt machen? Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Ach du Scheiße. Jetzt wird's so langsam anspruchsvoll. So, haben wir es jetzt? Wirklich meisterhaft, Harry. Du bist sicher stolz darauf, jemanden wie mich als Lehrer zu haben, und stimmt's? Wie? Ja. Du hast die Übung erfolgreich abgeschlossen. Fein. Und jetzt gibt's keine Punkte. 15 Punkte für Gryffindor. Dann haben wir mal 30 Punkte eben geholt. Du beherrschst nun Rictus Sempra. Du scheinst zwar nicht ganz so talentiert zu sein wie ich, aber wer ist das schon? Mach's doch mal nach. Nun wird es Zeit, mit der Rictus Sempra-Herausforderung zu überprüfen, wie gut du Rictus Sempra beherrschst. Viel Glück, Harry! Soll ich jetzt was heißen? Willkommen, Harry, zu meiner berühmten Rictus Sempra-Herausforderung. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit von der Spitze dieses Turms holen. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Versuche, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Puh. Bist du bereit? Nein. Viel Glück. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich habe Nein gesagt. Feuerkrabben sind kleine, gemeine Plagegeister, die Feuer spucken. Du kannst sie betäuben, indem du Rictus Sempra auf sie anwendest. Mit Flippendo kannst du sie dann durch die Gegend schubsen. Schubsen ist immer gut. Platzierst du eine Feuerkrabbe auf oder neben das Symbol, geschieht etwas Aufregendes, Harry. Verwende Flippendo, um die Feuerkrabbe auf die Platte zu befördern. So, darf ich jetzt? Ja, ich würde ja. Rictus Sempra! Flippendo! Flippendo! So, und was passiert jetzt? Ah, jetzt geht diese Tür da auf. Okay, da geht nichts. Dann flitzen wir da mal so schnell hin, wie es geht. Rictus Sempra! Flippendo! Flippendo! Und was mache ich jetzt mit den anderen hier? Achso, da kann ich jetzt erstmal... Eine weitere Karte. Übrigens, eben so, wo der hier abgestürzt ist,
konnte ich auch noch mal eine Karte einsammeln. Habe ich im Keller gefunden. Oh. So, jetzt wollen wir hier nämlich auch noch mal schnell durch. Ich glaube, die können wir jetzt nirgendwo. Das ist ganz gut. Hier ist nämlich noch so eine Bohne, die wir übersehen haben. Da ist noch ein Frosch. Hallo? So, jetzt. Was passiert jetzt hier? Das ist eine orangefarbene Riesenschnecke. Sieh zu, dass du nicht mit ihr oder ihrer Schleimspur in Berührung kommst, denn ihr Gift wird dir sonst die Haut verbrennen. Vertraue mir, Harry, ich kenne mich damit aus. Mit Rictus Sempra kannst du sie betäuben. Verwende dann Flippendo, um sie durch die Gegend zu schubsen. Ja, um die da reinzuschubsen, damit hinten diese Gitter aufgehen. Ich sehe es kommen. Nee, da, damit die da zugehen. Rectusembra! Flippendo! Flippendo! So, den hätten wir jetzt schon mal unten. Rectusembra! Flippendo! Rectusembra! Flippendo! Flippendo! So, dann hätten wir das Ding auch unten. Ja, fein. Rectusembra! Flippendo! So, das wäre... Da ist jetzt mal hier noch eine. Rectusembra! Flippendo! Und da ist eine Schatzkiste. Und was machen wir jetzt mit diesen Dingern? Irgendwie... Flippendo! Flippendo! Glaube ich mir hier gerade... Flippendo! So, die gegeneinander, da müssten wir jetzt da drauf kommen. Von da aus da drauf. Und jetzt auch auf die drauf. Hallo, Hobo! Das ist eine silberne Karte. Kommen wir jetzt aber auch wieder dahin? Nee. Doch. Hui, da brauchen wir die anderen gar nicht verschieben. Das ist praktisch. So, dann haben wir hier schon alles abgeräumt. Und da ist die nächste Schnecke. Rectusembra! Flippendo! Rectusembra! Flippendo! 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 So. Die kommen dann auch irgendwann wieder zu sich und dann... Haben wir jetzt gerade mal zwei Bohnen gekriegt. Wahnsinn. Gnomen sind habgierige Wesen. Pass auf, dass sie dir nicht deine Bertiebots Bohnen oder deinen Mega-Power-Trank klauen. Mit Flippendo kannst du sie auf den Rücken werfen. Sie lassen dann alles fallen, was sie gestohlen haben. Du kannst die Gnomen auch hochheben und sie durch die Gegend schleudern. Wirf sie in ein Gnomenloch, um sie endgültig loszuwerden. Wie wir schon gemacht haben. Das ist ein Gnomenloch. In diesen Löchern hausen Gnomen und sie verstecken dort auch die geklauten Sachen. Wirf ein paar Gnomen in diese Löcher, um sie endgültig loszuwerden. Du kannst nicht in die Löcher kriechen. Hab ich auch, ehrlich gesagt, nicht unbedingt vor. Flippendo! So, der hat uns zwar nichts geklaut, aber da haben wir gleich nochmal ein paar Bücher, ein paar Bohnen dazu bekommen. Hallo, Hobora! Hallo, Hobora! Oh, so. Dann hatten wir
die Bohnen auch noch eingesammelt. Weiter geht's jetzt nach oben. Da ist noch ein Frosch.